Moin Leute, ist wieder euer Eidolf-Cookies und herzlich willkommen zu. Ich glaube echt, dass es momentan das beste Gameplay auf YouTube ist. Aber ich sag schon mal vornherein raus, das Gameplay ist nicht von mir, das Gameplay ist von Black Effect TV. Von unserem lieben Kumpel Adnan und unserem Kumpel Nils haben jetzt einen neuen Kanal aufgemacht, wo sie eigentlich nur 100 plus Gameplays hochladen. Und ich sag schon mal voraus, schaut da bitte auf deren Kanal vorbei. Ich weiß, bisher haben die, glaube ich, noch nicht wirklich einen Commentary gemacht, sondern nur einen Gameplay so hochgeladen. Aber die reißen so die heftigsten Gameplays in Black Ops 2. Ich glaube, das sind momentan echt die besten beiden Spieler. Also schaut auf jeden Fall bei deren Kanal vorbei. Ich glaube, die haben jetzt schon irgendwie 400 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, wie viele die jetzt genau haben, obwohl die nicht mal einen Commentary haben. Weil, ja, die haben einmal mal im Livestream bei mir gesagt, yo, hier, Felix, unser Kanal ist Black Effect TV und auf einmal hatten die 50 Abonnenten. Und haben alle meine Livestream-Zuschauer mitgehört und haben einfach mal deren Kanal im Livestream eingegeben. Also auf YouTube haben wir im Livestream natürlich gehört und dann eingegeben. Auf jeden Fall zum Gameplay. Falls ihr wirklich irgendwo ein besseres Gameplay gesehen habt, das nicht gespawntrapped ist, dann schickt mir bitte diesen Link. Oder schreibt einfach in die Kommentare hier, wo ihr sowas ein besseres Gameplay schon mal gesehen habt. Weil ich möchte mir ehrlich gerne wissen, welches Gameplay besser ist. Es ist komplett durchgerusht, das komplette Gameplay. Okay, also ich gehe erstmal zum Setup. Ich weiß nichts vom Setup, aber ich kann schon mal so entnehmen, mit welchen Killstreaks er gespielt hat. Auf einmal war es Loadstar, Hunde und Swarm. Warum sind die drei Killstreaks am besten? Natürlich um Kills zu kriegen. Weil hätte man jetzt einen Orbital-Satelliten dabei, ja toll, dann hat man halt seine Killstreaks sicher. Aber man kriegt halt keine Kills durch den Orbital-Satelliten. Das ist natürlich schon klar. Wenn man mal so bedenkt, wie heftig dieser Swarm in diesem Gameplay abgegangen ist. Ich habe wirklich keinen heftigeren Swarm gesehen. Ich glaube, der eine Swarm hat einmal 50 Kills solo gemacht. Also alleine, nur ein Swarm. Und dass sie so abgehen. Nochmal ganz kurz, das Gameplay ist auf der PS3 erspielt. Deswegen auch nicht in so bester Qualität, weil es von HDPVR aufgenommen ist. In 720p leider nur. 62 FPS wurde es abgefilmt. Der es abgefilmt hat, ist auch nochmal kurz verlinkt in der Beschreibung. Müsst ihr einfach mal die Beschreibung öffnen, da ist er irgendwo drin. Und ja, deswegen, das nächste Video ist wahrscheinlich wieder in 1080p, deswegen Entschuldigung dafür. Auf jeden Fall hat er hier mit der M8A1 gespielt und ja, was kann ich dazu sagen? Es ist eine Vierschusswaffe und nein, er hat keinen Feuermodus drauf. Warum? Erstens, dabei geht die Präzision kaputt dabei. Also, nämlich diese Waffe ist perfekt, um auf weite Distanzen ohne Rückstoß so halbwegs zu schießen, sag ich einfach mal. Also mit sehr wenig Recoil. Und ja, die Perks, also da habe ich echt so nachgefragt, mit welchen Aufsätzen hast du denn gespielt? So, und dann hat er mir erstmal erklärt, also hat er mir erstmal gesagt, dass er mit Schnellzielen und mit Rotpunkt gespielt hat. Also Rotpunkt erkennt man ja und Schnellzielen natürlich dann auch. Ich so frag, warum spielst du denn nicht mit Feuermodus und sowas? Ist sie doch viel besser. Habe ich auch erst so gedacht, dass sie besser ist. Aber nein, ist sie gar nicht. Spielt ihr einfach mal Vierschuss. Ich weiß, die meisten Leute kommen jetzt mit der Waffe gar nicht klar. Aber ich würde euch empfehlen, spielt sie einfach. Ohne Feuermodus. Spielt sie einfach. Nach einer Zeit kriegt ihr dann was damit hin. Und ihr seid eigentlich der Boss mit der Waffe, sag ich sagen. The Boss of the Weapon. Minion. Weißt du? Auf jeden Fall ist das eigentlich eine richtig starke Waffe und ja, darauf muss man erstmal kommen. Ich zocke die in letzter Zeit nämlich auch ziemlich gerne und ja, das Geile an dem Gameplay ist auch, es ist nicht mit MSMC oder hier Scorpion oder PDW entstanden, womit die momentan allen Gameplays jetzt alle ankommen. Und das finde ich echt geil, dass er auch mal eine andere Waffe genommen hat, wo man erst herausfinden muss, wie die Waffe eigentlich zu spielen ist, damit man auch überhaupt was erreicht. Und ja, was ich noch sagen kann zu dem Gameplay ist, dass die Hunde in meinen Augen zu schlecht geworden sind. In Black Ops 2, als allgemein. Also bei mir, wenn ich Hunde habe, ist eigentlich nur ein Bombo-Kombo. Oder wie Detektiv in Arthrex das so nennt. Das heißt, dass ihr entweder Swarm oder Loadstar draußen habt und dann noch Hunde. Das bedeutet, die Hunde killen alle Camper in den Häusern. Also die da halt rumhorken und warten auf die Hunde, damit die Punkte bekommen, damit die Hunde killen können und nicht sterben. Dafür sind die Hunde eigentlich so da, dass die Hunde die dann trotzdem noch killen und die dann draußen wieder respawnen und dann Loadstar oder halt der Swarm killt dann halt alle, die frisch respawnen. Und das finde ich echt geil, dass man halt variieren kann mit den Killstreaks und dass eine Killstreak halt der anderen hilft und ja, das nennt man halt so Wombo-Kombo. Also nennt es Tibin Arthrex, wer ihn nicht kennt, einfach mal bei YouTube eingeben. Ist auch einer der besten Black Ops 2 Spieler. Hat glaube ich jetzt so 4,6er KD oder was auch immer.
Einfach echt Hammer, der Spieler. Und ja. Und auch wenn man genau drauf achtet, beziehungsweise wenn man die alten COD-Teile schon gespielt hat, merkt man auch einen sehr heftigen Unterschied. Zum Beispiel der Lodestar, früher, also in ML3 war es ja der Reaper, wird auch, glaube ich, auch noch Reaper so halbwegs genannt hier in Black Ops 2. Also in ML3 hat man eine richtig lange Nachladezeit der einzelnen Schüsse, sage ich jetzt einfach mal. Man konnte halt nicht so schnell feuern wie der Lodestar hier. Ja, das ist auf jeden Fall ein starker Vorteil. Und dann gibt es halt jetzt auch einen Nachteil bei den Hunden. Die Hunde sterben, glaube ich, mit 1-2 Schüssen, wenn man drauf ist. Bei Black Ops 2 sind die erst mit 4 Schüssen oder so gestorben. Und auf jeden Fall machen die auch nicht mehr so viel Kills wie in Black Ops 1. Also in Black Ops 1 war wirklich die Hunde, also alle Hunde waren meine Lieblings-Killstreaks. Ich so, komm Fedor, heute packst du wieder Hunde. Und das war ja nur eine 11er Killstreak. Hier ist es ja irgendwie eine 17er Killstreak. Aber hier gibt's halt Punkte, halt, dann kann man auch Flaggen einnehmen, was auch immer. Halt, es ist einfacher, die Killstreaks zu erreichen, als in den anderen COD-Teilen. Und ja, zu der Hälfte des Gametests stand der 112-1. Das ist eine 112er KD. Das muss man sich jetzt mal einmal bieten, ne? Das ist, also besser geht's eigentlich gar nicht, mein Junge. Also das Gameplay hat Nils von den beiden erspielt. Adnan ist eigentlich auch ein ziemlich guter Spieler, aber er ist eher so im Humorteilbereich. Ich denke mal, wenn die wirklich den Kanal richtig weiterführen und damit auch groß werden, wird Nils halt wahrscheinlich die Gameplays alle reißen und dann Adnan immer hier schön mit. Ey, vergeh mal wäsch, verpiss dich, Alter. Immer so mit seinem Assi-Style. Das ist aber mega witzig anzuhören, mit ihm einfach zu reden in Skype. Ich kenne ihn nämlich auch über Imbertime95. Der war bei seinem, glaube 5000 Abonnenten-Special dabei. Im Zug. Das war auch schon so witzig. Und ich sag zu Michael, ey, gib mal seine Skype, Alter. Ich muss mit dem einfach mal reden. Der ist einfach so gechillt drauf, dieser Adnan. Adnan, komm mal rüber. Nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, die beiden Leute sind echt gechillt, haben mit denen in letzter Zeit mal ein bisschen geskypt. Und ja, von Gameplay technisch kann man nichts besser machen. Audio-tief weiß ich noch nicht, wie die sind im videomäßigen Style, im Kommentierstyle. Ich hoffe es für sie, dass sie einen eigenen Kommentierstyle jetzt rüberbringen und nicht wie, ja, hier spiele ich mit der M8A1. Nee, M8A1. Und mit den Killstreaks. Also nicht sowas Langweiliges. Ich hoffe, die machen was Neues, was auch Spaß macht zuzuhören. Ich meine, bei mir, keine Ahnung, warum viele Leute mich gucken. Aber dazu noch mal ein anderes Video und bla bla bla. Auf jeden Fall, ich lasse euch mal mit dem Rest des Gameplays alleine. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass das Gameplay am Ende noch 2 Minuten übrig hat. Oder 1 Minute 30 irgendwie um den Dreh. Sodass die eigentlich in der Zeit auch nochmal sehr viele Kills machen konnten. Aber halt, oder er hat solo gezockt, dass er halt, ja, mehr Kids halt machen konnte. Auf jeden Fall, das soll es wieder von mir gewesen sein und wir sehen uns dann in der nächsten Zeit wieder. Haut rein! Charlie wird gesichert.